Hallo und willkommen, ich bin MK3, wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Warframe und heute, ja, ich nehme direkt mal schon ein, eure Vorschläge mal dankbar an und versuche heute einfach mal ein Video zu machen zum Thema Nightwave. Ja, jetzt hat eine neue Woche angefangen, ich weiß, wir haben schon Dienstag, aber gestern habe ich den ganzen Tag durchgeschlafen und deswegen habe ich irgendwie nichts sonstiges Großartiges getan. Aber hey, was nicht gestern passiert ist, kann ich ja noch heute tun. Aber gut, nächste Woche werde ich es vielleicht ein bisschen früher versuchen. Und wir gucken uns gleich mal kurz an, was eben diese Woche für Nightwave aufgeschlagen ist. Und vor allem, sofern das noch funktioniert, gucken wir uns auch mal in dem Zusammenhang auch gerade mal die Story an, die uns nebenbei erzählt wird. Weil nur die Mission anzusprechen, glaube ich, wäre ein bisschen witzlos. Und mal gucken, ob die Story sich danach so entwickelt, wie ich es schon, wo das rauskam, schon gedacht habe, wo die Reise hingeht. Sagen wir mal so. Und wenn nicht, tue ich danach auch alles schön mal in so eine Playlist zusammentackern, damit man diesen Verlauf dieser Nightwave-Geschichte auch ein bisschen verfolgen gehen kann. Aber gut, fangen wir erst mal mit den Missionen an. Und ja, ich brauche jetzt mir nicht zu erzählen zu lassen von euch, dass ich nicht weit gekommen bin, weil ich habe tatsächlich Nightwave relativ großflächig ignoriert. Deswegen, ich habe glaube ich erst eine Woche halbwegs irgendwas überhaupt getan und den Rest der Zeit habe ich gesagt, brauche ich gerade nicht. Deswegen, ich habe sogar ein paar Dailies noch offen. Zum Beispiel hier magnetischen Schaden machen, müsste ich mal wieder Mac auspacken für, weil sie hat das nur die 70 Kills so gemacht. Vor allem, ich habe Probleme mit Mac gerade zu spielen. Ich habe irgendwie vollkommen verlernt, mit einem squishy Warframe rumzulaufen. Der wird mir einfach ständig, sie wird mir ständig erschossen. Ja, dann natürlich Erkundungskonsole hacken, das werde ich noch hinkriegen, gerade im Zusammenhang auch mit den Quests, die wir gleich kennenlernen werden und natürlich drei Mods aufheben. Hey, die Sachen habe ich mir quasi mehr oder weniger gemacht, weil ich kurz mal eingeloggt hatte und was leveln wollte, und zwar nämlich den neuen Roboter, den ich mir gebaut habe, aber davon reden wir jetzt gerade nicht. Gut, ignorieren wir mal gerade die Dailies, gucken wir uns mal erstmal an eben, was die wöchentlichen Quests uns sagen. Die erste würde uns sagen, auf der Erde 5 verschiedene Bounties abschließen. Ich glaube, das kriege ich hin. Ich glaube, das... verschiedene Bounties vor allem. Wollt mal, verschiedene Bounties vor allem? Wait, what? Für einen kurzen Moment war ich überlegen, haben wir überhaupt 5 verschiedene Bounties? Lasst mich gleich ganz kurz mal gucken gehen. Aber ich denke schon, dass wir 5 verschiedene haben. Geht mal einfach komplette Liste einmal durch im Laufe der Woche oder alles in einem Tag, wenn es sein muss. Dann, ja, ne? Dann hätten wir Invader. Invasion-Mission. Die können ja durchaus zwischendurch andere Missionstypen beinhalten. Gab es ja mal eine Änderung. Früher war das ja nur so, glaube ich, mehr oder weniger immer nur, wir kämpfen uns von einem Schiff zum nächsten durch und sind fertig und wiederholen das einfach x-mal. Damals konnte man auch, glaube ich, bis zu 5-mal so eine Mission. Ist ja auch völlig egal gerade. Aber auf jeden Fall, ne, in Invader, das ist schon mal nicht schlecht, weil ich gucke gerne immer auch die Mission am Anfang der Woche auch eigentlich an, um zu gucken, ob ich nicht irgendwas vielleicht die Woche über planen muss. Sonst vergesse ich das nämlich wie letztes Mal, wo es hieß, oh, du musst ja 10 Missionen machen, um hier die Medaillons aufzuheben für die Syndikate. Und das habe ich am Sonntag erst gesehen. Und ich so, oh wait, ich kriege heute keine 10 Missionen mehr abgeschlossen dafür. Kann ich direkt ignorieren. Wie dem auch gerade sei, also das behalten wir uns mal gerade im Hinterkopf, falls es gleich noch was anderes kommt, ob es schön kombinieren gehen kann, weil ich bin eine faule Socke. Dann haben wir natürlich noch Spy-Missionen. Ah, da geht es nämlich schon los. Die... In welchen Missionen können auch Spy-Missionen beinhalten? Womöglich kann man dann Doppel- und Dreifachkrieg was abschließen. Also ein Doppelpack, finde ich gut. Dann haben wir noch Mobile Defense Mission, wieder sowas. Ausgezeichnet. Dann müssen wir einmal Sanctuary durch uns kämpfen. Auf Normal oder Hardcore werde ich wahrscheinlich danach wieder machen. Mit der guten Zerrün, weil die macht das schon ziemlich gut. Einfach irgendwo einen anschießen und dann einfach die anderen kämpfen lassen und man kann dann Eierschaukel gehen in der Ecke. Zumindest mache ich es gerne so. Wobei man hat trotzdem super Menge Schaden, davon mal abgesehen. Und dann haben wir noch, oh, Nightmare Mission. Wieder was sich gerade anbietet. Das heißt, man kann fast, oh, lass mich die letzte noch angucken gerade. Okay, den Profit Taker, toll. Hätte ich die Mission jetzt am Wochenende gekriegt, dann hätte ich es jetzt schon fertig. Aber naja, weil da habe ich einem Kollegen geholfen, durchzuspielen. Ach, in dem Zusammenhang sollte ich noch vielleicht sagen, entschuldige für den einen Spieler, der mit uns gegangen ist. Wie hieß er noch gleich? Ich glaube, das war Argo Gate. Sorry schon mal dafür, weil wir haben ihn unfassbar aufgehalten, weil ich mit dem Kollegen nämlich unterwegs war. Und er war die ganze Zeit in der Gruppe und ich habe die ganze Zeit im Discord mit meinem Kollegen geredet und dachte immer so, wait, da ist ja immer noch einer im Chat. Huch. Also in der Gruppe, deswegen hat der Kollege mich darauf hinweisen müssen, was im Chat geschrieben worden ist von ihm, sonst der hätte ja noch Stunden warten können, wenn er nichts geschrieben hätte. Aber normalerweise sage ich jetzt nicht extra Spiele ansagen, aber bei dem muss ich mich fast so entschuldigen, weil ich habe wirklich Minuten über Minuten gelabert mit dem Kollegen und irgendwann so hat er gefragt, ey, machen wir noch was? Also, oh, ups. Wie dem auch gerade sei. Also okay, Profit Taker mache ich irgendwann im Laufe der Woche nochmal ab. Ich muss immer noch ein paar Sachen eben an dem abstauben, deswegen macht das durchaus Sinn. Ansonsten, ja, ich versuche halt, wie gesagt, Sachen zu kombinieren. Das heißt, beim Worten fokussieren tue ich wahrscheinlich Night
mehr Missionen und als erstes werde ich versuchen, überhaupt erstmal die Invasion-Mission vor allem zu machen. Und ich glaube, ich fange sowieso mit Invasion an. Ich glaube, das mache ich wirklich, weil dann mache ich dementsprechend auch wahrscheinlich Nightmare-Missionen von denen hier, die hinten noch einfach fehlen. Wenn die noch nicht abgeschlossen sind. Ja, das ist eine Idee. Wie gesagt, viele Sachen kann man schön kombinieren, das spart mal Zeit und mal im Ernst. Wie gesagt, ich bin super faul. Ich möchte am besten so wenig Zeit wie Menschen möglich hiermit verbringen, wobei momentan die Story mich ein bisschen anflaunt, möchte ich sagen. Weil es geht um die Infizierten. Ich hasse Infizierte. Ich meine, Grenier möchte ich abmurksen, Infizierte möchte ich einen Bogen rummachen. Deswegen finde ich auch hier so Zugatras, die irgendwie verseucht sind oder später Klamotten hier, die wir kriegen werden. Nicht so meins, möchte ich mal gerade sagen. Hey, sowas. Ja, okay, ja, ich weiß. Es war für die Zweihand-Nikanas tatsächlich, nur für die eine, die wir haben unter dem Spiel, was natürlich die Sache noch uninteressanter macht. Weil auch die benutze ich fast nie. Und wisst ihr was? Das Video ist fast zu kurz, hätte ich fast gesagt. Ich bin ja so ein Freund, so, ich würde es nicht unendlich lang ziehen, hier wie Kaugummi gerade. Aber wir können ja gerade mal was testen, weil ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich irgendeine von den Invasion-Missionen spiele, dann müssten das zufällige Quests sein, die dort abgeschlossen werden. Zumindest soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, ich suche mir nur noch eine passende Invasion raus. Ich sehe auch gerade, wir haben bald wieder einen Razorback am Start, wie der aussieht. Aber den ignorieren wir mal gerade. Gerade wenn ich losgehe, wenn ich gleich rauskomme, ist der Razorback bestimmt da. Nicht Mutter des aller V will ich nicht unbedingt gehen. Das ist alles nicht unbedingt Sachen, die mich interessieren. Wobei, komm, machen wir hier die Sache gerade. Dann ist es auch nicht mit allzu lang, dann kriege ich 3 Filtrons. Ja, machen wir so. Kämpfer wieder ein bisschen gegen die fiese Grenadiers, yeah. Machen wir es mal. Ach, seht ihr, deswegen meinte ich halt. Wegen Capture und Mobile Defense. Mobile Defense müssen wir eh gerade machen. Perfekt, sag ich nur. Ausgezeichnet und. Ach, guck mal hier, ist gerade schon Mord aufgehoben. So muss das sein. Wollt ihr informieren? Oh, ich sehe nichts. Jetzt komme ich rein, werde direkt geschlachtet hier. Gib mal weg, ihr Penner. Boah, erst mal rausgehen, erstmal kurz sichern hier. Erstmal. Meine Fresse, wurde noch nie so überrannt, hätte ich fast gesagt. Wenige Sekunden, aber gut, gehen wir wieder zurück. Jetzt habe ich es ja ein bisschen geschaut, habe gleich auch meine Heilung wieder am Start. Zack. Und es wird Zeit für die Seuche. Zack. Patsch. Gut. Ein bisschen schneller Seuche, noch ein bisschen schneller Seuche. Ja, wunderbar. Meine Fresse. Ach ja, und das ist mein kleiner Bot, den ich versuche gerade zu leveln, weil dieses... Ja, genau. Die Konfiguration habe ich bis jetzt noch nie benutzt, deswegen dachte ich mir, oh, warum nicht? Man muss ja irgendwann mal alles auch freischalten und so. Zack, mit dir weg. Wunderbar. Der hat irgendwie die Power des Dauerfeuers erfunden schon. Ach, der hat eine Arkwing. Ich wollte gerade sagen, warum schießt der so lange? Muss er nicht nachladen? Nein, nicht mit einer Arkwing. Kanönchen hier, Wunderbärchen, wunderbar, aber gleich schon wieder alles geschafft. Wie war das erfolgreichste Schwert? Für mich ist immer, wenn man mehrere, ich sag jetzt mal, Geschichten hier am Start auf einmal abschließen kann. Das heißt, man wurde. Oh, komm, jetzt stehen sie schon hier welche. Ich geh du mal tot. Oh, jetzt hast du mal einen Roboter umgehauen, das geht ja gar nicht. So. Da wollte ich sagen, ich bin ein Freund davon, wenn ich einfach mehrfach eben in der Lage bin, hier die ganzen Bounties, hätte ich fast gerade diese Akte auf einmal abzuschließen. Wo ich sehe gerade, die Typen werden überall da hinten irgendwo killt, der dann, tja, muss ich fast nichts tun. Das ist das Schlimme, wenn du Saruhen spielst, ne? Das ist schlimm. Schlimm, hätte ich fast gesagt. Ich will gerade nichts sagen. Ich bin gerade ein bisschen geflasht von dem, wie er um sich knallt ist. Wenn der Sound nur sich ein bisschen martialischer anhören würde, wäre ich absoluter Fan davon. Absoluter Fan davon. Ich meine, noch mehr der Fan davon. Wisst ihr, so ein typischer wie Sturmkanon, richtig so ein Geräusch. Aber das Ding hört sich ein bisschen zu nett an. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Knarre hört sich meines Erachtens ein bisschen zu nett an. Aber haben wir es eigentlich schon gleich geschafft? Ist das der letzte oder ist das das... Noch nicht ganz, oder? Quatsch. Ah, muss noch einmal, okay. Schnell hinterherlaufen. Ich habe jetzt gedacht, das wäre in der Nähe von mir. Aber nö. Denkste Puppe, würde ein Lehrer von mir damals sagen. Weg mit dir, Junge. Weg. Ach, besser. Plan B. Ja.
Haben die so viel Level, die Typen, oder was läuft hier gerade für Film? So viel Level haben die doch gar nicht, oder? Ich vertue mich doch jetzt hier gerade nicht, oder? Ich habe den Eindruck, oder die Dinger halten einfach nur super wenig aus. 100 hat. Ne, 38, ist das nicht so schlimm? So, als Verteidiger kam wieder von mir, wunderbar. Da ist wieder ein unterwegs. Ich hasse das Feuer. Wie oft ich schon an dem Feuer von dem Kerl gestorben bin! Das ist fast unnormal, das ist fast unnormal. Ich habe auch wirklich eine Affinität zu dem Zeug hier. Jetzt ist er schon wieder draußen hier. Weißt du was hier? Schlimme Dinge. Und, da hätten wir schon geschafft. Mobile Defense einmal und... Invader. Ja, das werde ich wahrscheinlich die Invader alle durchziehen, die neuen. Und dann habe ich wahrscheinlich schon, ich hoffe mal zumindest, die eine oder andere Mobile Defense und vor allem eine Spy-Mission fertig. Mal gucken, was es gleich als Mission gibt. Oh, tatsächlich. Ich habe wieder die gleiche Mission am Start. Komisch. Komisch. Ich könnte schwören, da die zwischendurch auch wechseln, die Dinger hier. Oder hat das einen zeitlichen Counter? War es das gewesen? Ich habe recht. Also ich habe recht, dass es wechselt und dass es tatsächlich zeitlich beschränkt ist. Nämlich die Sache sieht so aus, dass wir alle 15 Minuten zwischen Exterminate, Capture, Defense, Rescue, Interception und Sabotage und Spy hin und her springen. Also zwischen fast allen, möchte ich beinahe sagen. Und das ist tatsächlich ideal. Das heißt, man wurde... Ja, ich könnte jetzt hier die drei Missionen noch schnell abschließen, was ich wahrscheinlich immer hinkriege. Und dann einfach warte ich vielleicht sogar ein bisschen, dass genauer nach die Spy noch aufschlägt. Wie war es? Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Oder sogar drei, wenn ich zwischendurch noch ein paar von den Daily vielleicht nebenbei abschließen kann. Wobei, an dieser Stelle möchte ich gerade noch was hinzuschmeißen, denn ich war im Schneiden schon und da fiel mir gerade spontan ein, meine Fresse, hier sind durchaus ein paar Missionen und ein paar Akte gegeben, die der ein oder andere vor allem neue Spiel überhaupt nicht in Angriff nehmen kann und vielleicht sollte ich auch gerade in dem Zusammenhang gerade was ein bisschen ansprechen, was die Voraussetzungen überhaupt dafür wären. Gerade Sachen wie zum Beispiel Hiddy-Geschichte, eben mit dem Sanctuary Onslaught, ja. Dafür müsstet ihr The New Strange fertig haben, die Quest, also das neue Fremde vielleicht. Und dann müsstet ihr eben den guten Zephalon Simaris, der nämlich dort euch zum ersten Mal auf den Sack gehen wird, nämlich auf dem Relais einfach ansprechen und danach könnt ihr mehr oder weniger eben in Sanctuary Onslaught auch dann teilnehmen. Beziehungsweise auf der Navigation habt ihr bei den Syndikaten dann hier oben eben diese beiden Optionen dann normalerweise. Und solltet ihr nicht stehen haben, dann fehlt euch wahrscheinlich eben noch die Quest oder ihr müsstet tatsächlich vielleicht unter Umständen einfach nur mit dem guten Zephalon Simaris mal reden. Das ist dieses große gelbe Auge. Könnt ihr auf dem Relais kaum übersehen, den Kollegen da. Dann natürlich Nightmare-Mission. Wie zum Henker schalte ich Nightmare-Mission im Spiel frei. Und vor allem muss ich dafür das ganze Sonnensystem schon freigeschalten haben. Nein, müsst ihr auf keinen Fall. Denn wenn ihr auf dem Planeten alle Positionen, also alle möglichen Missionen, wo ihr Zugang zu habt, erfolgreich mal gemacht habt, habt ihr überhaupt die Voraussetzung geschaffen, dass eben eine Nightmare-Mission erscheinen kann. Nicht ständig ist eine gegeben, muss man ganz ehrlich sagen. Manchmal ist einfach auch schlicht und ergreifend keiner da. Aber zwischendurch taucht eben so eine rote Markierung um eine Mission auf und das wäre eben eine Nightmare-Mission. So eine Albtraum-Mission eben. Und glücklicherweise können wir auch die normale da drunter machen. Die Option übrigens gab es damals eine Zeit lang auch nicht. Das heißt, man musste erst quasi hier die machen, bevor man hier die andere wieder gesehen hat. Aber mittlerweile haben wir endlich die Option dafür. In der Regel Nightmare-Missionen, wie immer, haben natürlich ein kleines Manko dabei. Es steht meist noch dick dran, was es ist. Vampire-Mode heißt, wir verlieren, glaube ich, die ganzen Lebenspunkte. Aber wenn wir jemandem Schaden zuführen, kriegen wir auch Lebenspunkte wieder. Das heißt, man wurde ja erlaubt quasi wie ein Vampir halt rum, am Leben zu bleiben. Mehr oder weniger ist es das und da gibt es natürlich auch andere lustige Dinge, die da aufschlagen können, aber wie gesagt, meistens steht es hinten dran und man kann dabei schnell abkrebsen. Man sollte unbedingt auf jeden Fall darauf achten, was für ein Nachteil da ist. Nicht sowas wie mit Hüll drin in die Mission laufen und dann ist der Nachteil, du hast kein Schild. Das wäre dann ein bisschen suboptimal. Und das Schöne ist, wenn ihr jemanden kennen solltet übrigens, weil die Nightmare-Missionen sind nicht für alle Spieler gleich, aber wenn ihr jemanden kennen solltet, der rein zufällig Zugang zu einer Nightmare-Mission hat, könnt ihr auch, wenn der die Mission aufmacht, könnt ihr einfach euch einladen lassen von denen und zack, könnt ihr über den auch dann die Nightmare-Mission machen. Schöne Sache. Ja, Freunde haben tut sich manchmal auszahlen. Und zu guter Letzt tun wir noch das Letzte dabei schmeißen, nämlich The Prophet Taker. Den Kollegen könnt ihr standardmäßig nicht unbedingt angreifen. Das heißt, wenn ihr angefangen habt im Spiel, könnt ihr diese Quest mal einfach dezent ignorieren. Und nein, ihr könnt kein, in Anführungsstrichen, Taxi euch nehmen und damit euch hinschleifen lassen von anderen Spielern. Ihr müsst nämlich erst eine gewisse Voraussetzung erfüllt haben, um überhaupt den Jungen bekämpfen zu dürfen.
Vor allem braucht ihr gewisse Waffen und die müsst ihr durch eine Questreihe freischalten, zumindest die Benutzung der Waffen. Nämlich von, wir reden von den Arcwing Guns und dem Gyromak oder Gyromak. Und zwar sieht so aus, dass ihr erst auf Fortuna für die Standard-Fraktion dort erstmal Rufstufe auf Maximum bringen müsst. Das heißt, wenn ihr da erst angefangen habt, könnt ihr schon mal gerade alles abhaken, die Idee. Aber irgendwann halt vielleicht eben mit den Abgaben, dieser Schuldverschreibung da immer brav jeden Tag, eben schon Ruf sammeln. Und eben irgendwann auf maximale Rufstufe kommen. Und dann kann man ins Hinterzimmer reingehen und dort startet endlich auch dann die Questreihe rund um das Thema The Prophet Taker. Jawohl. Und in dieser Questreihe kriegt ihr nicht nur die Arcwing Guns und die Sachen zu rufen, sondern auch eben die Möglichkeit, überhaupt gegen diesen Boss zu kämpfen. Und nein, wir haben es extra mit anderen Typen ausprobiert, die dürfen schlicht und ergreifend Missionen nicht betreten, wenn sie die Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Deswegen nichts mit Taxi, nichts mit Umgehen, nichts mit irgendwas, na. Da muss man doch den etwas längeren Weg gehen. Wo mir gerade wieder einfällt, dass es ein ziemlicher Beschiss ist für neue Spieler, das Ganze hier. Nicht schön. Nicht schön. Nicht schön, nicht schön. Aber gerade zum Thema Story. Am besten, wir gucken uns ganz kurz das Video nochmal in dem Zusammenhang an und mal gucken, ob wir so langsam sehen, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, ich habe in einem anderen Video schon mal die Sache angesprochen, dass das in Wirklichkeit alles eine große Fassade ist und so ein Typ, der plötzlich wiedergekommen ist und plötzlich alle heilen soll, vor allem der vorher bei Infizierten war, das hört sich an schon wie beschissen in meinen Augen. Das ist in Wirklichkeit alles ein großer, oh, du bist der neue Heiland und im Hintergrund tut er alle infizieren mit seinem Scheiß. Irgendwie so ein Mist wird passieren. Aber cool, gucken wir erstmal den Teil, ist es schon Teil 2 oder Teil 3? Egal, auf jeden Fall den dieswochigen rausgekommenen neuen Abschnitt der Story an. In dem Zusammenhang können wir auch noch den Teil 1 nochmal uns reinziehen. Aber nein, gucken wir uns dann. Das Schöne ist, wir können auch vom Wolf of Sudden 60 Sachen vorher mal so mal reinziehen. Das ist auch sehr nice. Aber ne, fangen wir ruhig nochmal mit, weil ich es, glaube ich, noch nie gezeigt habe. Genau, fangen wir ruhig mal mit 1 an. Ich weiß, das Video wird deswegen ein bisschen länger. Aber gut, gucken wir uns ganz nur 1 an und dann kommen wir zu 2 direkt. Dreamers, you know about the infestation, right? Spreads like a month-old salad with genocidal intent. Swallows everything it touches. Making monsters from meat, or metal, or both. Well, these days it's mostly contained. Spores as old as stone. Derelicts drifting in forgotten orbits. So it was with old Kanga. Somehow exposed and promptly cast out. Woke up on a blessed cage drop down to Eris. But should some sad soul catch the Grey Vein, well, every culture has its plague dogma. But maybe there's something more to this infestation, something we all missed. Turns out, Kanga didn't find Void in that hell nest, no. He found a survivor. Little boy. Arlo died 3 years ago, yet there he was. Lost his voice, but gained his life. And somehow saved old Kanga with the slightest touch of his slender hand. Ja, wie ich schon meinte eben, dass die Sache sich ein bisschen seltsam anhört, dass, okay, dieser Kanga-Typ irgendwie scheinbar, weil er scheinbar Anzeichen für die, ne, von den Befallenen scheinbar hatten, haben sie direkt mal rausgekegelt aus der Kolonie und direkt auf Eris geschossen und gesagt, tschüss. Und da wurde er scheinbar geheilt von diesem Alofred, von diesem Kitty, was zwar die Stimme verloren hat, aber irgendwie in der Lage ist, irgendwie scheinbar Infektionen oder auch Seuchen in der Form mit seiner bloßen Berührung seiner Hand zu heilen. Und wie gesagt, ich habe zu lange 40.000 gespielt, als ich so einen Scheiße glaube in irgendeiner Form. So, das ist alles Beschiss. Das ist in Wirklichkeit alles nur eine Fassade, eine neue Intrige der Befallenen, um wieder sich um das Volk zu mischen. Zu sagen, wir schicken so einen Typen, der nicht optisch scheiße aussieht, dahin und der soll die Sache klar machen. Und übrigens, eine neue Mechanik ist hier aufgeschlagen, habe ich auch festgestellt. Wir haben zwischendurch in Missionen tauchen plötzlich NPCs auf, diese Devotees, diese, oh, wir opfern für uns für unseren Heiland-mäßige Typen und die beleben einen sogar wieder, was ich an sich cool finde. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade. Bis jetzt haben wir noch keine Typen, so wenn ich es gesehen habe zumindest, von irgendwelchen Spezialgegnern, die wir abmurksen gehen könnten, um nebenbei ein bisschen Ruf, beziehungsweise Standing eben für jetzt diese Nightwave-Geschichte zu farmen. Also ungleich zu Wolf of Saturn 6, wo man seine Kollegen hier ständig abmurksen konnte, habe ich das bis jetzt noch nicht gesehen. In irgendeiner Form. Aber was soll's. Gucken wir uns den Teil 2 der Story noch kurz an. My mother was a cynical woman, smart as she was cruel. Nora, she said,
No disease spreads faster or further than the ones in our head. She was talking about ideas. Mine was that old Kanga and his Wonder Boy would have been splayed out in some bio trader's lab by now, or blood studies for the Grineer Command. Dreamers, I was wrong. Kanga's gray vein was just the beginning. White lung, parasitic liver, clone rot, even bone spurs. Turns out this kid, Arlo, is a healer. So many questions. An idea like that is like a flare dropped in Volgas. Now the sick and curious are flocking the rails to see this emissary of Eris. And who speaks for Arlo the Mute? Why, old Kanga, of course. No more the outcast. It is he who is spreading the word of Arlo's gift. Even you, Dreamers, may soon hear it. Yeah, nicht wahr. Nach dem Motto, da der Kurz ja nicht reden kann, tut jetzt der alte Knacker, der ja auch geheilt worden ist, jetzt für ihn die Sache übernehmen und seine Story, seine wundersame Heilmöglichkeiten oder seine Gabe quasi anpreisen. Und interessanterweise kann der scheinbar auch heilen. Aber dann denke ich mir immer der Sekunde, ja, die fieseste Seuche ist momentan normalerweise auch in der Lage, die so billige Krankheiten wegzupusten. Irgendwie sowas. Entweder, also wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Annahme, dass es wirklich hier so ganz derber Shit danach wird, dass er in Wirklichkeit ein fieser Schmock ist, also dieser Kurze, dass der in Wirklichkeit irgendwas Schlimmes vorhat. Oder nicht das ist, was er, wonach er aussieht. Davon abgesehen, dass sein Hals, sein Kopf nicht wirklich am Torso montiert ist, aber davon abgesehen. Entweder ist es dieses, oder es komme nach zu, also vielleicht, wenn er auch selber nicht daran verantwortlich ist, dass er vielleicht nach fies wird, vielleicht passiert dann auf jeden Fall irgendwas, dass er vielleicht seine Möglichkeiten zu heilen, umsetzt mit euch fasst dich jetzt an und du mutierst sofort. Irgendwie sowas, denke ich, auf jeden Fall wird kommen. Nur ich weiß jetzt nicht, was die Story mit dem Kanga noch dazu hat. Was der für eine Rolle spielen wird auf lange Sicht. Da müssen wir mal gucken. Bin da sehr gespannt. Ja, so nächste Woche erfahren wir dann, wie es weitergeht, entspannter gesagt. Oder zumindest in der nächsten Zeit. Und dann mal gucken, ob die Story sich auch wirklich so dramatisch ins Negative entwickelt, wie ich es mir vorstelle. Aber wie gesagt, gerade diese Belohnung, die wir als letztes Jahr kriegen können, ne, diese Emissary Operator Collection, wo es heißt, für der Operator sieht dann aus, wie als ob er mutieren wäre. Da muss ich dann sagen, ja, Also wenn das die Optik sein wird von unserem Kollegen später, von diesem Arlo, dann ist er definitiv nicht mehr so nett. Sagen wir einfach mal so. Und mehr muss ich an der Stelle erstmal gar nicht dazu sagen. Danke fürs Beispiel zu hören. Das war UMK3 und ja. Und jetzt die Frage, meint ihr sowas eine Art von Videos? Weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ihr genau so ein Video wie dieses jetzt gerade haben wollt am Anfang der Woche. Ja, ich weiß, es sollte nicht Dienstag kommen, sondern vielleicht am besten Montag oder sogar, hey, von Sonntag am Montag die Nacht am besten schon, wenn ich die ganze Zeit gepennt hätte. Ja, aber ne, sowas in der Art, Fragezeichen, stellt ihr euch sowas vor? Vielleicht natürlich, weil der Teil mit dem Lore hat auch ein paar gemeint, deswegen denke ich mir, gerade von Nightwave, die Lore ist ja nicht uninteressant, weil, hey, ich meine, sag mal so, wenn nicht die großen Story-Elemente gerade ins Spiel kommen, wie The New War oder sowas, sind wir doch ganz froh über andere, ich sag mal, Geschichten aus Warframe, damit die Welt ein bisschen runder wird. Weil wir können zwar argumentieren, dass relativ viel Lore auch in Warframe ist, aber im Ernst, die Devs haben schon gut daran getan, das zu verstecken im Spiel. Verbleiben wir erstmal so und warten auf vielleicht bald kommende Updates, Fragezeichen. Ja, sage ich besser nichts mehr zu. Bis dahin also erstmal und ciao.